So Leute, Pokémon ist wieder mit von der Partie, mit dem Slogan, schnapp sie dir alle, mit dem Meisterball, den wir im nächsten Cup kriegen, soll das kein Thema sein, ob wir nicht den kriegen. Die nächste Frage. Und jemand hat es mal erwähnt, ja, ich stehe tatsächlich im Kampf der Schnarcher, wo eigentlich Traumato drin vorkommt, Hypno. Aufgefallen ist mir das auch schon, weil ich glaube, ich habe das nie erwähnt im Let's Play, weil ich halt immer am Quatschen bin und das nie beachte, was in meiner Umgebung passiert. Also ganz dümmlich eigentlich so. Aber ich dachte mal, ich erwähne es mal, damit es auch jeder mal erkennt. Und ich finde es ja ganz witzig eigentlich. Es ist ein cooles Gimmick irgendwie. Heute natürlich meistgevotet Kampf der Schnarcher. Der war sowieso schon in Führung. Und dann haben noch welche auf den Vote-Button gedrückt bei sich auf der Tastatur. Was ja natürlich richtig ausgeartet ist wieder. Also wenn er nicht nochmal Traumato wollte, dann irgendwas anderes nehmen. Ich weiß nicht, was war da noch hoch im Kurs? Ich glaube Dynamo. Also der Donner-Dynamo von Pikachu. Der noch Schlurp. Ich glaube, Ratzfratz hat auch noch ein paar Stimmen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher und ich muss mal... Ich kann quatschen und trotzdem den Takt finden. Das ist super. Aber wer wird als erster einschlafen? Immerhin sind Schwer-PCs ja nicht gerade die... Oh, Tatsache. Ich bin als erster eingeschlafen. Ist das fies. Naja, ich doch muss ich sagen, gar nicht schlecht, aber na gut. Voll weggesleept. So. Weiter geht's. Ich habe wieder meine übliche Pokémon-Mischung im Pott, nicht wahr? Zeit für den Meisterball, Kampf 1. Wieder mal viele Pokémon, die sehr empfindlich gegen Psycho sind. Na, da bin ich doch dabei. Und ihr seht, alle sind überlevelt. Wie gesagt, ich habe meine übliche Mischung. Diesmal ist die Reihenfolge allerdings ein bisschen anders, weil normalerweise sind nicht von oben nach unten alles durch. Aber ich war bei Nidoking und Kadabra zum Schluss ein bisschen am Überlegen, ob ich die wirklich mitnehme. Weil Kadabra habe ich die letzten Kämpfe zwar gut benutzt, aber er ist auch relativ schnell gestorben. Und Nidoking habe ich eigentlich so gut wie gar nicht benutzt. Also, naja, da habe ich mich ein bisschen gefragt, nimmst du mal Simsala mit zum Beispiel? Oder setzt du Nidoking für jemand anders, der Erdbeben kann? Aber das ist gar nicht so einfach, ein relativ starkes Pokémon mit einer Erdbeben-Attacke zu finden, hier gerade. Und da dachte ich, dann nimmst du einfach mit. Jemand hat auch gesagt, ich soll mal Turtok und Glurak, ich kann die drei Starter mal mitnehmen, aber dann halt, wenn denn im Pokéball Cup beim Dingen, weil da ist ja egal, da brauche ich meine Ultra-Pokémon nicht, aber hier sind die doch relativ wichtig. Also entschuldige an denjenigen, der das Comic geschrieben hat, ich verschiebe das einfach ein bisschen. Machen kann ich das auf jeden Fall mal, das ist ja kein Ding. So, wen nehme ich jetzt noch mit, außer den und den? Naja, den bietet sich ja irgendwie an, also let's go! Zeit für den ersten Fight des Meisterballs. Oh yeah, Kategorie Meisterball. Denn wer hier gewinnt, ist definitiv the best of the best. Oh, und heute hat Slimog mal keinen Grafikfehler. Das könnte er für den Grund haben. Ich habe eine neue Grafikkarte, das wisst ihr ja. Es war auch nur statt 64 MB 128, wo ich gesagt habe, was hast du für scheiß PC? Leute, mit diesem scheiß PC mache ich meine guten Let's Plays, also be silent, ne? Sonst gibt es auch Schnauzbrett, ne? Ist mir jetzt gerade eben das aufgefallen, da dürfte ja Slimer jetzt auch nicht mehr schwarz sein, sondern also so ganz normal farmt. Aua, das war übel. Alter, der hat fast genauso viel abgezogen wie ich. Bist du für ein Assi, Alter? Schau mal, der auf Schnauze hat, kannst du wissen, Kollege. Psychokinese aufs Maul. Bada, wird aber auch ein Volltreffer, kann das sein? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ich weiß nur, ich wurde vergiftet. Ja, tut mir aber leid, das muss aber sein, ne? Zum Beispiel Simsala hat jetzt besser Stand gehalten, ja, und hat mehr KP. Aber Kadabra, ich glaube, teilt ein Stück besser aus. Oh, Smogmog. Die alte Qualmrauch Pestbeule. Oder eigentlich halt eher drei Beulen. Ich würde überlegen, ob ich einmal Genesung versuche, aber... Boah, nee, das bringt mir nichts. Ich glaube, ich versuche es lieber direkt frontal mit Psychokinese. Obwohl es ja vielleicht auch ganz clever wäre zu tauschen, aber dafür würde ich gerne erst vorher noch ein zweites Pokémon umlegen. Fouls! Komm, Fall um, bitte, 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 bitte. Ja. So, jetzt kann ich problemlos tauschen, um mir den Container zu sichern. Die werden im Meisterball Cup verdammt wichtig werden. Also, da gehe ich dann lieber auf Nummer sicher. Bade, der je nachdem, was jetzt kommt. Oh Gott, Quappo. Also, es hat ja nicht die besten Spezi-Werte, nicht wahr? Aber ich muss dazu einfach sagen... Nee, ich glaube, das mache ich so. Das ist mir einfach an der Stelle sicherer. Ich gehe davon aus, dass Quappo durchaus mit seinen vielen KP eine Psychokinese aushalten könnte. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Bei Smogmog war ich mir noch ziemlich sicher. Aber bitte, das ist doch Team Pokémon von Team Rocket, ja? Ich meine, das kann nur failen. Und das bringt dir gar nichts.
Ich bin vom Typ Psycho und das bringt absolut überhaupt nichts. Im Gegenteil, er zieht sich fast genauso viel ab. Naja, okay, das ist nicht wahr, aber... Egal, ja, wo war ich? Genau, Smoko ist das, die von, das Pokémon von Team Rocket oder Team Trottel, wie ich sie mal ganz liebevoll nenne. Also, komm bitte, das kann doch nur mit einer Psychokinese draufgehen. Aber egal, Zeit für den Thunder, wenn er trifft. Da! Genau auf die Schnauze. Das kannst du auch sagen, oh yeah. Und wieder Überroller. Usch. Eigentlich sieht's eher aus wie Turbodreher. Oh, und sie geht auch noch daneben. Bist du denn für ein Loser, Alter? Jetzt gibt's aber Thunder auf die Schnauze. Kannst du wissen. Oh, quietschi cool. Brauchst gar nicht rumquietschen. Thunder. Und bam. So sieht's aus. Übrigens, sag mal, ist Capo nicht ein bisschen dunkelblauer? Mir war so. Naja, whatever. Der Kommentator spricht mir schon wieder mal ins Wort, blöder Hoden. Aber er hat sie auf den Nagel auf den Kopf getroffen, nicht wahr? Wir haben's gediddelt. Mit einem Continuen sind wir hier rausgewandert und gehen direkt in den zweiten Kampf über. Schwing! Nur noch 7 Ohren stehen uns auf dem Weg zur Spitze im Weg. Werden wir die einsammeln? Oder werden wir... Also ich failen. Also ne, gewinnen tun wir, failen werde ich, ne? Also gewinnen, da hilft ihr mir, weil... Zuschauer ermutigen einen, aber failen, das, dafür bin ich alleine verantwortlich, sag ich einfach mal so. So, das sieht nach Boden, was nehme ich denn da jetzt? Ich könnte ja das versuchen, aber... Naja, nee, ich glaube nicht, dass das eher funktioniert. Auf jeden Fall habe ich da einen Elektroball. Es könnte also sein, dass der mir am Anfang versucht, gleich irgendwie eine Explosion reinzuwirbeln. Das wäre sehr ungünstig. Ich nehme mal den mit und, nee, das wäre ganz doof irgendwie. Ich nehme mal den noch mit. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Mal gucken, was das hier wird. Ich glaube, hier können wir nur noch wenig auf Continuance hoffen, auch in den ersten Runden. Da-da-da-da. Oh Gott, Blitzer, das kommt natürlich jetzt sehr günstig für mich. Hallöchen, Kleiner. Gucci, Gucci, Gucci. Stirb. Aber er fängt an, ja, das war klar. Aber der Donner bringt ihm nichts. Er versucht es mit Nadelrakete. Ach, ist ja süß. Ja. Hä? Wieso ist denn das sehr... Achso, ja, Käfer war ja in der ersten Generation immer noch sehr effektiv auf Gift. Boah, das habe ich mir angeguckt. Ich habe ja noch irgendwo aus... Hier eine rote Edition rumzuliegen. Und dachte, oh, lädst du dir mal rum runter? Guckst du mal wieder rein. Und hab mir da irgendwo einen Nidoran gefangen. Und das wurde von dem Blutsauger sehr Effektivität getroffen. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt gewesen. Bei der neuen Generation war Käfer gegen Gift immer nicht sehr effektiv. Ist ja egal. Kokowai. Wobei ich das fies finde. Ich meine, warum ist Käfer noch gegen Gift sehr effektiv? Also ich meine, Gift hat Psycho als Schwäche, Boden als Schwäche. Ist aber nur sehr Effektivität gegen Pflanze. Das ist das Einzige, wo es überhaupt irgendetwas ausrichtet. So, ich gehe mal davon aus, dass der Vogel dann eine Psychokinese drauf hat. Scheiße. Ja, sehr gut, Mann. Ich würde ungern jetzt Lavados rausholen. Es wäre natürlich vernünftiger für den Fall, dass er eine Psychokinese drauf hat. Könnte natürlich auch mal... Also eine Psychokinese bringt mich definitiv um. Ach komm, ich riskiere es einfach. Ich bin schneller, vielleicht trifft ja der Hornbohrer beim ersten Mal. Ja, das glaubst du doch selber nicht. Dass ich mit dem Ding mal treffe. Oh, unglaublich! Mit einem Schlag, K.O. Das war brutal. Ihr habt es gerade vom Kommentator nicht überhört, aber das war gerade richtig geil. Ey, ich habe noch nie mit einem Hornbohrer... Nee, ist nicht wahr, ich habe schon mal mit dem Hornbohrer getroffen. Wenn, dann setze ich eher Geofissur ein. Weil, keine Ahnung. Irgendwann ist die Erdbeben-Attacke alle, da probierst du irgendwie Wind durch die Gegend zu ballern. Ich könnte es ja nochmal versuchen, nicht wahr? Soll ich mal? Ah, ja, ich mach's einfach mal. Los, nochmal, Hornbohrer. Das wäre jetzt extrem lucky. Ich glaube, das funktioniert kein zweites Mal. Ja. Das wäre... Oh Gott, Stachelspore. Ja. Fick dich. Es war aber gut, dass ich die jetzt nicht getauscht habe, weil dann wäre das nächste Punkt, was ich eingetauscht hatte, ja direkt verwirrt. Verwirrt. Wachstum? Warum willst du wachsen? Komprimier dich lieber, sonst wirst du getroffen.
Es ist nichts, nichts passiert. Ja. Das geht doch schief, Mann. Nochmal Wachstum? Warum steigt er sein Speziwert ins Unendliche? Oh, ich bin paralysiert. Also ich glaube, das, was ich hier gerade versuche, hat keinen Effekt. Da wechsle ich lieber. Und gehe auf Labrados, der wird das mit einem Feuersturm reißen. Obwohl der Speziwert ja hier noch gekoppelt ist. Das heißt, auch seine Spezialverteidigung hat zugenommen. In den späteren Generationen war das schon nicht mehr so. Aber er versucht es immer noch. Alter Scheiße, muss der Speziwert jetzt so hoch sein. Ich weiß ja nicht, wie weit die Werte steigen bzw. sinken, wenn man da mal irgendwas macht. Und wie ist auch Labrados Feuer entbackt worden? Kann das sein? Oder bin ich blind? Egal, einfach mal los drauf, losbrutzeln. Ein bisschen geröstete Pflanze kann ich schaden. Burn! What bam! Ja, das hält ja tatsächlich nur aus. Das ist ja krass. Stachelspore! Ich hätte fliegen sollen. Oh, scheiße, Mann, das wollte ich nicht. Gut, ich probiere es jetzt einfach mal mit Fliegen. Oh, da ist schon wieder Wachstum ein. Was hat er vor? Es macht mir Angst. Ich dachte schon, er ist paralysiert, aber nein, er fliegt. Das ist gut. Quietsch, quietsch. Na, Vogel, du bist gleich dran, pass auf. Oh Gott, das war das fünfte Mal Wachstum, oder? Alter Scheiße, ich will gar nicht wissen, wo der Speziwert zahlentechnisch jetzt stehen würde. Keine Ahnung, bei 500? Hua, smacken, aber dein Wachstum hat der nichts gebracht. Letztlich ging er doch bloß down. Und damit habe ich mir nochmals gesichert, ein Continue. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Jemand hat mir nicht runtergeschrieben, wie es ausgesprochen wurde. Ich kenne mich nämlich ein bisschen mit Lautsprache aus. Weil das braucht man öfters in Englisch und Französisch und Co., weil, naja, ist ein bisschen ätzend. Bada. Und nur noch 6 Orden trennen mich davon. Und sogar 2 Continue konnte ich einsacken. Denk mal, der dritte kommt dann dazu. Und dann, geht's dann im nächsten Part weiter? Oh Gott, was haben wir denn hier für eine Mischung? Oh, 54, 53. Ui, holla die Waldfee. Davon gehe ich mal aus, dass Machomai jetzt gleich mir entgegendancen wird. Und auch auf die anderen würde ich damit relativ gut klarkommen, was ich denn vorhätte. Also auf die, auf... Naja, nicht alle. Aber ich glaube auch nicht, dass... Ich mach mal das. Dann nehme ich noch das. Das kann auch sehr gut sein. Was nehme ich denn jetzt noch mit? Huh. That's a good question, ne? Also. Ach komm, wir nehmen Imshack einfach noch mit. Imshack, kennt ihr das überhaupt noch? Das ist so ein. Das hab ich so als Jugendlicher. Also, ich schimpf mich ja nicht mehr zu den Jugendlichen. Ich bin ja schon leider im 20er-Bereich. Obwohl, ich hab mich kindlich gehalten, ne? Deswegen spiele ich Pokémon. Ach, scheiße, das ist doch der falsche Pokémon. Aber egal, Kampfvogel habe ich sowieso nicht mit. Also, ist es ja Wayne. Boah, ich hoffe, das kann jetzt keine bösen Attacken oder so. Boah, 250 KP, das ist übel. Feuerschlag! Oh, Verbrennung erlitten. Ey, wie mies ist das denn bitte? Boah, ich wollte gerade Konter einsetzen, in der Hoffnung, er macht Body Slam oder so. Er schläft einfach weiter. Oh, Verbrennung sind böse. Also wer schon mal eine Verbrennung hatte, der weiß, was ich meine. Na gut, dann setze ich einfach auf meine altbewährte Psychokinese. Bam. Das ist ganz nice, ne? So fast 100er. Ist ja ganz anständig. Ach du Scheiße, jetzt hätte mir das Ding geholfen. Nein. Da, Step-Bonus. Boah, wie unfair war das denn gerade? Die kriegen so grundsätzlich das, was sie brauchen mit dem Metronom. Das finde ich echt unfair. Wenn ich mein Metronom einsetze, kriegt man so einen Scheiß wie Fadenschuss oder Härtner oder Platscher. Als so ein Scheiß, den kein Schwein braucht. Rutenschlag und Heuler, ne? Oder ihr Silberblick. Ja, wieder eigentlich. Fette Saudo. Was mach ich denn jetzt? Blitzer hat zwar Doppelkick, aber der nutzt ja nichts. Also setze ich lieber Donnerblitz ein. Aber ich glaube auch nicht, dass ich den mit 2 Donnerblitzen down kriege. Ich meine, er ist ja zwar ein guter Speziwert, aber so bumm ist er ja nur auch nicht, ne? Ba, ba, ba. Wenn er jetzt ein Erdbeben drauf hat, bin ich am Arsch und das kann ich mir durchaus vorstellen. Los, Pfande! Bam! Volltreffer!
Oh, der war nice. Und down. Ausgleich 1-1. Oh, das arme Relaxo. Laxore, ne? Heißt ja Laxore, ne? Stand ja gerade da. Klingt wie so eine neue Lachsart. Laxore. Jetzt nur im Laden für eine 1,39 das Kilo. Also so ein billig Fisch aus Japan, ne? Nein, das war gerade ein bisschen unfair. So, hier, das bringt mir nichts, das bringt mir nichts, das will ich nicht machen. Also, einfach pures drauffeuern. Ich glaube, Toxin funktioniert nicht gegen Pokémon mit Gifttypen. Ja, das war klar, dass das nicht so viel abzieht. Scheiße. Oh nein, nein, fick dich. Nein, nix Hypnose, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Scheiße, es hat doch geklappt. Och Menno, ist doch doof. Ist doch voll für den Arsch. Da wird mein Leich richtig barsch. Los, steh auf. Ja. Ha, wenn du Traumfresser machen wolltest, hast du Arschkarte. Haha, gefickt. Kannst du vergessen. Ja, nix Omnomnom, gib es nicht. Haha. Dururu, fail. Er wird ja jetzt Hypnose einsetzen, davon gehe ich einfach mal aus und ich werde mal jetzt ganz fies sein. Es wird Zeit, ein bisschen Taktik auszupacken, weil ich habe keinen Bock auf Hypnose, Alter. Fick dich hier, guck an, ich schüsse. Loser. Nee, 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 nee. Ey, komm, das kann nicht sein, dass das jetzt trifft. Bitte, Hypnose ist sehr ungenau und dann. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, Mann, oh, warum immer Hacker eigentlich? Das Nickerchen wird sich gleich in der Minicke auswirken, Alter. Scheiße, steh auf. Du, 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 du. Du blöder Asi. Das kann doch daneben gehen, oder? Das könnte doch jetzt eigentlich möglich. Das wäre doch möglich. Daneben. Scheiße. Oh, ist das unfair. Warum gehen eigentlich andere Hypnosen nie daneben? Immer nur meine. Also, habe ich jedenfalls ein Gefühl. Also, gut gegen Dragoran im letzten Part hat es gut funktioniert. Ja, das gebe ich zu. Weichschlaften. Du blöder Hoden, Alter. Fick dich ins Knie. Daneben. Nein. Aus. Ich habe kein Traum mehr. Das längst. Ja, kann doch die Warzenschwein sein. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Ich reiche gleich irgendwie Beschwerde ein. Hör mal zu, du Potzau. Aufstehen. Na, wohl ja auch Zeit. Ja, das kannst du vergessen, Kollege. Der Traumfrecher. Na, ey, bitte, ich kann's vergessen. Ja, tut mir aber leid. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer. Alte Scheiße, oh Mann. Das ist jetzt aber ein doppelten Sandwirbel, dann ist hier aber nichts mehr mit Treffen. Kann ja wohl die Warzenschwein sein. Bäm, Headshot, mit Scheiße. Es funktioniert. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Pass auf, jetzt trifft er nochmal die Potzau, das stelle ich mir vor. Fail! So, jetzt aber Toxin, ein bisschen rumgiften hier. Ja. Okay, das funktioniert eigentlich nicht. Gut, dann muss ich es auf konventionelle Art machen. Oder auf normale Art. Ey, das kann doch nicht. Ficken! Das darf nicht wahr sein. Ich weigere mich öffentlich dagegen. Es könnte ja sein, dass der Traumversetzer daneben geht. Ich hoffe es einfach mal. Oder ich wach auf. Eins von beiden. Bitte. Ich habe gerade zwei Runden gepennt. Du kannst doch nicht mehr müde sein. Wir werden hier ausgelutscht wie so ein altes Brötchen. Kennt ihr, wenn du so ein Brötchen hast und frisst immer das Innere raus? Aha, ging daneben. Ja, tut mir aber leid, Kollege. Langsam scheint der Sandwirbel dann doch seine Wirkung zu treffen. Ist das fies. Aufstehen, los. Das kann doch nicht wahr sein. Schlafe gerade zweimal hintereinander zwei Runden. Ey, das ist so ein Witz. Das ist so ein ganz dummer Witz hier. Daneben. Ey, was ist denn das für ein Kampf hier? Da geht der ja nicht vorwärts. Jetzt stehst du aber bitte auf. Alter, los, Blitzer jetzt. Aber nichts mehr, Sleepyhead hier. Aufwachen. Klingelingelingeling. Na, geht doch. Also ich glaube, zur Sicherheit sollte ich doch noch einen dritten Sandwirbel reinschmeißen, weil Hypnose trifft immer noch. Und dann werde ich mich an den Donnerblitz ranmachen. Ich will hier nicht unterbrochen werden von dem Fotzenknecht. Das kann nicht wahr sein, ja, das ist...
Und das ist Schiene. Ich glaube, das, was ich gerade mache, ist hier sogar ein bisschen unintelligent, weil auf die Dauer wird die Hypnose irgendwann normal treffen. Egal, wie weit ich die Genauigkeit runter... Ich weiß ja nicht, wie die sich verhält miteinander. Ach, Schlammbart hier. Hüpp, hüpp, hüpp! Warum? Warum haben die anderen immer so viel Glück? Ja, dreimal Genauigkeit trifft noch. Kein Ding. Und der natürlich auch trifft eine Attacke, die mich auch umbringen kann. Das ist Schlammbart, ne? Ist ja Gift, ne? Ist ja Step-Bonus. Schon ist Blitzer weg, ne? Ja, ist super. Ficken! Jetzt bist du fertig, Alter. Das kannst du aber wissen. Jetzt gibt's hier richtig auf dem Fressbrett, Alter. Das kannst du wissen. Ja, hier ist der Angriff. Und direkt auf den Schnauzer, Mann. Nimm schon wieder viel zu lange auf. Oh, bam! Volltreffer. Das hast du verdient, du Fotze. Du liebes Gänger. Ach, Herr Hartner ist ja süß. Ein goldenes Gänger. Cool. Auf jeden Fall bei eBay verkaufen, Leute. La 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 la. Jetzt gibt's nochmal Surfer zum Gute. Oh yeah. Ich verstehe immer noch nicht, was der daneben sagt. Dem Surfer zum Fuß? Oh nee, nicht, oder? Ein HP ist ein Witz, ne? Ach, dort, komm, dort kannst du vergessen. Haha, Slam ist eh schon relativ ungenau. Ja, das trifft nicht. Dann kannst du vergessen. Ich glaube, ich hätte mit Blitzerei um einiges cleverer agieren können. Aber Gengar ist jetzt auch down. Genau, ein leichter Klaps besiegelt diesen Knecht hier. Falum, was? Weg! Dich will ich nicht mehr sehen. Nun ist es wirklich 2 gegen 2. Der nächste Sieg entscheidet. Oh, und ich glaube, dieser Sieg gehört mir. Das wird sehr unwahrscheinlich sein, dass der da zwei Surfer überlebt. Und ich glaube nicht, dass er einen Attacker hat, die mich mit einmal umhaut. Das wird also relativ easy peasy. Genau, alles oder nix. So sieht Wasser aus. Kennst du nicht, wa? Splash. Oh yeah. Und. Did it. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten haben wir den dritten Kampf bestanden, wenn auch ohne Continue. So, jetzt hab ich's. Aber ich glaube, im Englischen gibt's da sowieso so viele Unterschiede zwischen Amerikanisch und Englisch, ne? Also, das ist wieder Streit über Minecraft oder Minecraft. Das ist wie Khan und Ken. Kann man sagen, was man will, glaube ich. Würde ich einfach mal behaupten. Aber na gut, ich denke mal, hier geht's dann im nächsten Part weiter, Freunde. Bis dann wieder mal. Macht's gut, haut da rein und ciao.